Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird nochmal gebastelt. Und zwar habe ich eine Karte gesehen mit einem coolen Pop-up-Effekt. Ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht. Einen Moment. Das ist diese Karte hier. Vielleicht kennt ihr sie auch schon. Und zwar, wenn man die dann öffnet, geht hier eine Shoppingtasche auf. Ist das nicht cool? Also hier kann man auf jeden Fall Geld reinpacken oder auch eine Gutscheinkarte. Und ich habe in meinem Bestand hier noch so einen Gutscheinstempel. Da kann man natürlich was ankreuzen, wenn man möchte. Und ja, hier habe ich dann noch so ein kleines Täschchen gemacht. Da kann man dann noch persönliche Grüße drauf schreiben. Habe das auch nicht weiter verziert, weil ich finde halt, das Papier ist schon sehr bunt. Und habe dann hier noch Wunscherfüller drauf gemacht. Ich würde jetzt hier natürlich kein Kleingeld reinmachen, ne? Das fällt da wahrscheinlich raus, je nachdem wie groß das Kleingeld ist. Ja, ihr seht es. Aber an sich, die Idee ist wirklich toll. Ich wollte auch nicht mit Magneten arbeiten, weil die zum einen nicht jeder hat und zum anderen auch teuer sind. Und ich habe eigentlich auch öfters Magnete verwendet für andere Projekte, aber zum Teil kommt man auch ganz schwer an die ran mittlerweile. Und deswegen dachte ich, wir machen das ohne Magnete und dafür aber mit einer Banderole. Denn das ist natürlich super praktisch. Ja, ich habe verschiedene Sachen verwendet. Also wie gesagt, einmal der Gutscheinstempel, einmal den Spruch Wunscherfüller. Es ist also nicht nur von Stampin' Up, weil ich halt auch schon so viele Sachen noch im Bestand habe, die ich einfach mitverwenden wollte. Hier hatte ich auch Designerpapier verwendet, das ich auch noch im Bestand habe. Und ja, jetzt nehmen wir aber die Produkte aus den Online-Exklusiven, habe ich mir überlegt. Das heißt, wir nehmen das Produktpaket Florale Freundschaft. Das ist das Stempelset. Dazu gibt es die Stanzformen und eben auch Designerpapier. Das verwenden wir jetzt. Der Rest bleibt aber trotzdem gleich. Also mit den Ovalen, die habe ich auch im Bestand. Ihr könnt entweder euch mal gucken, was ihr so im Bestand habt. Nutzt eben das, was ihr habt. Oder auch einen Kreis. Oder ihr schneidet euch ein Rechteck aus mit dem Papierschneider, ne, wenn ihr das alles nicht habt. Schaut einfach, was ihr da habt. Ansonsten, wenn ihr das Produktpaket habt, könnt ihr auch einfach nur die Blümchen hier drauf machen, ne, und innen drin das anders gestalten. Da seid ihr völlig frei. Ich gebe euch ja nur ein Beispiel, was man eben so machen kann. Ne. Gesehen habe ich das Ganze auf Pinterest. Von Gero Kreativ und sie hat das dann auch mit einem Bogendesignerpapier gemacht. Man kann es aber auch aus einem 12x12 Bogendesignerpapier, man kann es aber eben auch aus zwei Bögen 6x6 Papier machen. Muss man einfach gucken, was man hat. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Es ist ein bisschen was zum Schneiden. Ich habe auch schon einiges vorbereitet. Also, wir brauchen zum einen eine Grundkarte. Ich nehme Flamingo-Rot. Die Grundkarte hat einmal das Maß DIN A4, also eine Komplettlänge DIN A4 mal 12,5 cm. Und wir falzen das Ganze bei 12,2 cm. Und bei 24,7 cm. Das ist schon mal die Grundkarte. Können wir auch einmal nachfalzen. Und ich habe hier die Ecken abgeschrägt. Sieht einfach schöner aus. So, ja, das ist schon mal die Grundkarte. Wenn ihr dieses Papier zurechtschneidet, bleibt noch ein Streifen übrig. Den nehmen wir für die Banderole und die hat das Maß, wieder die Länge von A4, mal 4,5 cm.
Und das Ganze falzen wir einmal bei 7,3 cm. Dann drehen wir es rum und falzen bei 9,8 cm. Damit ist die Banderole auch schon mal fertig. Jetzt brauchen wir ein bisschen Designerpapier. Das habe ich mir schon zurechtgeschnitten. Und zwar brauchen wir einmal 12,2 mal 12,2 cm. Das ist hier für die große Fläche. Ja, für hier innen die große Fläche. Wenn ihr ein Muster habt, so wie ich, müsst ihr jetzt gleich darauf achten. Wir brauchen noch zwei Stücken Designerpapier. Einmal für hier innen, einmal für hier außen. Also zweimal das gleiche. Das ist auch 12,2 in der Höhe, aber 11,9 in der Breite. Ne? Achtet darauf, nicht, dass ihr euch das falsch zuschneidet und ne, wäre ja schade drum. Genau, 11,9 in der Breite, 12,2 in der Höhe. Das ist einmal für hier innen und für hier außen. Und auch hier habe ich vergessen, hier schrägen wir das Ganze auch noch einmal an. Die Ecken abrunden. So. Das hier innen können wir auch schon mal aufkleben. Dann ist das schon mal weg. Also es sieht vielleicht ein bisschen kompliziert aus, aber es ist eigentlich total einfach gemacht. Macht auch total viel Spaß, das zum Basteln. So, da wir keine Magneten anbringen, können wir das hier auch aufkleben. Hier aber darauf achten, dass ihr auch da die Ecken abrundet, wenn ihr das macht. Und dann hier außen auch einmal gucken und die richtige Seite der Ecken abrunden. So, und hier innen brauchen wir noch zwei Stücke Farbkarton. Die sind 12,2 cm hoch und 4,7 cm breit. Und da nehme ich dann die Rückseiten davon, damit sich das so ein bisschen abhebt. Und auch hier wieder die Ecken abrunden. Wie gesagt, das müsst ihr nicht machen. Das ist ganz super, ganz euch überlassen. Einmal für innen und einmal für außen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch die Rückseite noch bekleben, aber ich finde, braucht man nicht. Ist ja die Rückseite der Karte. Und da hier eh schon so viel los ist, braucht man das eigentlich nicht. So, ne? Und das ist die Grundkarte, die ist somit schon mal fertig. Wie gesagt, ich habe hier halt eben die Rückseite genommen, damit das nicht zu viele, damit die Blumen nicht überhand nehmen. Ne? Genau. Das ist einmal das. Falsch rum, so rum. Und ja, dann geht es mal zu dem Täschchen. Gut. Okay, wir brauchen jetzt zwei Stücke mit dem Maß 14,5 mal 10 cm. Also 14,5 mal 10. Nochmal 14,5 mal 10. So, die falzen wir jetzt. Und zwar an der langen Seite bei 1,5 cm
Dann drehen wir das Ganze. Moment, ich muss überlegen. Genau, dann drehen wir das Ganze rum. Falzen bei 11,5 cm und bei 13. Und an der kurzen Seite falzen wir einmal bei 2,5 cm, drehen das Ganze um 180 Grad und falzen bei 1,5 cm. So, noch einmal. Also die lange Seite anlegen, bei 1,5 cm falzen. Das mache ich hier auf der rechten Seite, ne? Ist einfach. Dann drehe ich das Ganze um 180 Grad, lege bei 11,5 cm an, falzen und bei 13. Dann drehe ich es einmal um 90 Grad, falze bei 2,5 cm. Anderen Seite bei 1,5 cm. Das ist schon alles, was man machen muss. Ja, dann wird einmal alles nachgefalzt. Und geschnitten. So, jetzt muss ich einmal gucken, wie wir das hier schön schneiden. Wir haben auf der linken Seite, habe ich jetzt hier diese zwei Falzlinien. Also einmal, zweimal. Und oben die breite Kante. Wir schneiden jetzt einfach alle diese Ecken hier raus. Also hier diese kleinen Quadrate. Hier das Rechteck. Hier ebenfalls. Aber ich zeige euch gleich, wie es aussehen muss. Sicherlich kennt ihr die Karte auch schon und habt die bestimmt schon bei anderen gesehen. Mir ist sie noch gar nicht so aufgefallen. Also so muss das dann aussehen. Moment, so muss es aussehen. Hier links habt ihr die zwei Falzlinien und ihr schneidet einfach hier diese Ecken raus, ne? Das macht ihr bei beiden. Also einmal nachfalzen, nachfalzen. Und das ist im Prinzip schon alles. Also wenn man es einmal gemacht hat, dann ist das super einfach zu basteln. Wieder die Ecken rausschneiden. Ich habe das Ganze bisher noch nicht mit Farbkarton gemacht. Ich denke, wenn man die Tasche aus Farbkarton macht anstatt aus Designerpapier, wird die Karte wohl sehr dick. Designerpapier lässt sich halt flacher zusammenklappen, ne, weil es nicht so dick ist. Deswegen denke ich, mit Farbkarton weiß ich nicht, ob es funktioniert. So, das ist im Prinzip schon alles. Und jetzt müssen wir nur noch zusammenkleben. So, das gehört normalerweise so und so und so und so, genau. Also ihr falzt hier das Ganze, dass das einmal aussieht wie so ein V. Ihr könnt das aber auch nicht falsch machen, weil man kann es im Anschluss immer noch richtig knicken. Wichtig ist, dass ihr die breite Lasche, oben die 2,5 cm, dass ihr die oben habt. Ja, das ist nämlich eure Verstärkung von der Tasche, der obere Rand sozusagen. Wir stanzen uns da jetzt noch ein Loch rein. Oder auch nicht. Ich habe ja bei der Tasche hier so Griffe, also so, ja, diese Griffe hier dran, ne? Ich weiß aber nicht, ob mir das so gefällt, ob ich das so haben möchte oder nicht. Ich bin mir da noch ganz unschlüssig. Ich würde es auch ohne machen. Ich glaube, ich lasse dies mal weg. Und notfalls kann man sie nachträglich immer noch einbauen. Wenn ihr sie reinmachen möchtet, dann müsstet ihr euch jetzt hier zwei Löcher reinmachen, das Band durchziehen, auf der Rückseite festkleben und dann die Lasche umkleben. Dadurch ist halt von der Innenseite das Band nochmal mit fixiert und ihr habt nur hier außen das Löchlein.
Oder wenn ihr es so machen wollt wie ich, also nachträglich eventuell ein Band anbringen wollt, könnt ihr da aber auch durch beide durchstanzen. Ich finde, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich verstehe gar nicht, weiß nicht, warum man da, also man muss nicht unbedingt von innen das Band festkleben. Ne? Man kann es auch, ich zeige es euch aber nochmal, damit ihr versteht, was ich meine. Hier ist es so, dass nur von außen das Loch drin ist und von innen sieht man das Loch nicht. Ne? Das ist da festgeklebt. Das heißt, man hat hier einfach, ich bin hier durchgegangen und habe mit der Loch, mit dem Handlochstanzer ein Loch hier reingemacht. Und dann das Band durchgezogen, hier hinten festgeklebt und umgeklappt. Ne? Dann sieht man hier innen halt das Band nicht. Aber oh mein Gott, ich denke, man kann auch genauso gut nachträglich, wenn man Band möchte, immer noch zwei Löcher hier reinmachen. Ne. Genau. Ist ganz euch überlassen, macht wie ihr möchtet. Wir kleben das zusammen. Oben sind die zwei breiten Laschen. Ne? Und unten ist die eine dünne Lasche. Und dann kleben wir das einfach jetzt mal zusammen. Ich bringe jetzt auf dieser einzelnen Lasche Kleber an. Und klebe das hier übereinander. Gerade wäre gut. Flüssigkleber zieht ja recht schnell an, deswegen da muss man nicht groß halten. Und dann mache ich das Ganze hier nochmal. Das heißt, ich kann mir das einmal einklappen und dann hier so umklappen und zusammenkleben. Ne? Also super easy, einfach. Genau. Kleber anbringen. Und dann einfach zusammenklappen und festkleben. Deswegen, also ihr müsst das jetzt noch nicht schon direkt falzen, ne, mit diesen Seitentaschen. Das ist also hier diese Knicke, die kann man nachträglich immer noch in die richtige Richtung falzen. Da wir das ja erstmal zusammenkleben. So, das ist unser Täschchen. Sieht noch nicht aus wie ein Täschchen, ist aber eins. Diese großen Laschen werden, wie gesagt, nach innen geklebt. Kann man vorher machen, kann man auch hinterher machen. Wie ihr wollt. Ne, kommt hier so rein. Das werde ich jetzt einmal machen. Ist ja nur Designerpapier. Ne? Das muss ja, hat ja jetzt keine tragende Funktion. Also man kann das ruhig mit Flüssigkleber machen. Und einfach hier reinkleben. Hier ebenfalls. Wie gesagt, man kann das natürlich auch vorher machen. Wäre vielleicht sinnvoll. Müsst ihr aber nicht. So, alles nochmal gut festdrücken. Fertig. Das ist unser Täschchen, ne? Und ihr seht, ihr könnt das hier einfach so nach innen klappen. Noch einmal gut falzen. Das ist das Täschchen, das sich dann hier innen da reinklappt. Was mich ein bisschen gestört hat, nur so ein kleines bisschen, wenn man die Tasche hier aufmacht, ne, die Seiten sind ja trotzdem, die sind ja nicht gerade, ne, die sind ja nicht so, sondern die gehen so ein bisschen nach innen. Mich stört es hier, hat es hier so ein bisschen gestört, dass man hier die Füßchen da so sieht. Na, dass die so ein bisschen so, ne, ihr seht es hier, dass die so drüber rausgucken. Man kann die jetzt anschrägen, einfach ein wenig. Das ist das, was ich jetzt machen werde. Müsst ihr nicht, könnt ihr machen. Das heißt, ich gehe einfach nur hin, nehme die gerade so beide in die Hand und schräg mir das von Hand einfach so Pi mal Auge ein bisschen an. So, fertig. Das ist nämlich, ja. Das Einfachste, ne? Und wenn man dann die Tasche später öffnet in der Karte, dann gucken die Ecken da nicht so raus. Also ja, das ist Geschmackssache. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren, mal gucken, wie es euch gefällt. Und jetzt können wir die Tasche hier einkleben. Und zwar bringen wir hier auf der unteren Lasche Kleber an und legen die hier mittig, ne? Von oben und unten sollte der gleiche Abstand sein.
und dann so ein kleines bisschen vor dieser Falzlinie, so ein kleines bisschen vorne dran anlegen. Ich zeige euch das einfach. Also Kleber anbringen. Warum ich die Tasche dauernd rumdrehe, weiß ich auch nicht, weil die ist ja von beiden Seiten gleich. Und dann achte ich jetzt nur darauf, dass ich oben und unten ungefähr den gleichen Abstand habe. Und gehe kurz vor die Falzlinie. Da setze ich mir das Ganze auf. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen warten, weil ich ja Flüssigkleber habe. Wenn ihr, also ihr könnt auch Abreißklebeband verwenden, aber ich finde halt, bei Flüssigkleber kann man immer noch ein kleines bisschen schieben, gerade auch wenn man nicht direkt am Rand ist, ne? Dann geht halt doch ein bisschen besser. So, sollte schon angetrocknet sein, ihr könnt aber auch Falzbein noch mal nachgehen. Dann bringt ihr hier oben an der Klebelasche Kleber an. Und klappt die Karte einfach zu. Anziehen lassen. Und das war's schon. Fertig ist diese Karte mit dem tollen Pop-Up-Effekt. Also gefällt mir richtig gut. Macht super viel Spaß, das Ganze zu basteln. Klar, man muss ein bisschen was schneiden, aber ich finde, es ist trotzdem eine tolle Sache. Und ja, macht einfach Spaß, ne? So, und wenn man das jetzt aufklappt, ihr seht es, tada, die Tasche. Und jetzt gucken hier halt die Füßchen nicht mehr raus. Ja, sie sind von innen dann daher angeschrägt. Aber ich finde, das sieht besser aus, als wenn sie dann rechts und links aus rausgucken. Ne, das ist, weiß ich nicht, gefällt mir einfach besser. Ja. Und wie gesagt, man könnte jetzt, wenn man möchte, nachträglich hier zwei Löcher reinmachen und zieht sich ein Band dann durch. Ne? Das ist ganz euch überlassen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt einmal, zweimal, zwei Stücken Farbkarton, nochmal in Flamingo Rot, in 9x9 cm. Einmal für rechts, einmal für links. Hier käme dann der Spruch drauf. Wenn ich das hier aufklebe, achte ich auch darauf, dass es ungefähr in der Mitte ist. Also zum einen mittig zur Tasche, ne, dass ich nicht hier so weit oben bin oder weit unten, sondern ungefähr mittig. Mittig von der Tasche. Sollte ja dann mittig auch vom Papier sein, ne? Rechts und links auch den gleichen Abstand. So, einmal so. Da kommt dann der Spruch drauf. Ihr könnt das aber auch einfach freilassen, statt Gutschein drauf zu stempeln oder irgend so was ähnliches. Wunscherfüller. Ihr guckt einfach mal, was ihr in eurem Bestand habt, was ihr drauf stempeln möchtet. Ihr könnt auch herzlichen Glückwunsch oder sonst irgendwas drauf stempeln. Oder ihr macht einfach nur ein Stück weißen Farbkarton drauf und dann kann man hier was draufschreiben. Ne? Also ganz wie ihr wollt, da seid ihr völlig frei. Und hier links habe ich das auch so gemacht. Da bin ich aber vorher hingegangen und habe mir so einen Preis aufgestanzt. Und zwar einfach nur so, damit ich hier dann später so so eine Lasche halt habe, so einen Eingriff mulde, ne, sozusagen. Wo ist mein... Da. So, dann ich sehe das hier, dass das die Hälfte ist. Klebe ich das hier fest, stanze das einmal durch. Das ist jetzt für hier links und dann nehme ich noch mal Farbkarton Flamingo Rot und stanze mir einen ganzen Kreis aus. Und da bin ich dann hingegangen, habe mir mein Falz- und Schneidbrett genommen. Habe das hier reingelegt und geguckt, wo die Mitte ist.
habe mir dann einfach eine Falzlinie gezogen und dann kann man das nämlich in der Mitte schön falzen. Da, und schon habt ihr die Mitte. Dann habe ich noch ein Stückchen weißes grundweißen Farbkarton. Mein Gott, wenn einem die Wörter fehlen. Genau, den habe ich dann passend zu meiner Tasche hier zurechtgeschnitten. Jetzt müsste ich euch das einmal ausmessen. Das sind 6,6 cm mal 8 cm. Dann gehe ich jetzt hier hin und klebe mir erstmal diese Tasche fest. Achtet darauf, dass ihr nur am Rand ein bisschen Kleber anbringt. Sonst könnt ihr das ja nicht mehr nutzen als Tasche. Und dann auch wieder ungefähr mittig einkleben. Und dann könnt ihr natürlich einmal gucken, ob das Ganze hier reingeht. Ich musste es auch ein paar Mal kleiner schneiden, bis ich das richtige Maß gefunden habe. Aber doch, das passt. Und hier kommt jetzt einfach ungefähr in der Mitte, ne, dieser Kreis hier dran. Ich fand, das sieht einfach toll aus. Auch nach Augenmaß gemacht. Ich werde jetzt hier mal noch nichts reinstempeln. Das bleibt jetzt mal noch frei. Und dann könnt ihr das da reinmachen. Wie gesagt, da kann man dann irgendwelche persönlichen Grüße drauf schreiben, also das, ne, wie ihr möchtet. Nicht daran stören lassen, dass das jetzt noch so nackig ist. Wie gesagt, ja, ich werde da demnächst irgendwann mal noch was reinmachen. Ich weiß noch nicht, ob ich den Gutschein da reinstempel oder irgendwas anderes. Muss ich mal gucken. Dann hatten wir ja die Banderole schon gemacht. Die braucht man ja nur noch nachfalzen. Und drumherum kleben. Ich gucke immer vorher nochmal, ob es auch passt. Ja, ist aber ein bisschen stramm. Wenn ihr merkt, das ist ein bisschen stramm, dann falzt einfach nochmal nach. Und macht sie dadurch ein bisschen größer, ne? Nehme mir das und ziehe es ein bisschen zurück, nur minimal, und falze noch mal drüber und dann ist das schon ein bisschen größer. Genau, und dann achte ich auch drauf beim Festkleben, dass ich die nicht zu stramm festklebe. Lieber ein bisschen weiter. Natürlich soll sie nicht abfallen, aber nein. Oh doch. Puh, ich habe jetzt gedacht, ich habe zu viel Kleber drauf gemacht. So, und dann einfach ein bisschen lockerer zusammenkleben. Dann nehme ich die runter. Und drücke mir das nochmal fest. So, das kann jetzt einmal anziehen. Das ist für innen. Dann habe ich natürlich noch gestempelt. Und zwar, beziehungsweise ausgestanzt. Ich habe ja außen die Ovale gestanzt. Und da habe ich hier einmal drauf gestempelt mit dem Hintergrundstempel. Das sind ja hier so Sprenkel dabei. Ich einmal den genommen. Habe ich meinen Block und Stempelblock. Und ich habe Flamingo-Rot genommen.
mehr Papier. Und habe dann einfach mit diesen Sprenkel so den dritten, vierten Abdruck da drauf gemacht. Nur so ganz dezent. Das reicht schon. Wie ihr seht, ich habe mir auch schon Blümchen gestempelt. Blümchen aus Safrangelb. Ich habe Zitronenparfait noch nicht, aber hier ist ja auch Safrangelb drin. Safrangelb und grüner Apfel sind die Blätter. Und den Spruch, alles Gute zu deinem Tag, den habe ich in Schwarz aufgestempelt. Und zwar nehme ich da das Versafein, habe ich noch, das habe ich auch schon ewig. Aber das macht einfach einen schönen, satten, schwarzen Farbabdruck. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich es gerade stempel. Also mit Memento geht es auch, aber ich finde, da muss man manchmal nachstempeln. Und mit dem Versafein klappt das einfach super. So. Das muss jetzt auch ein bisschen trocknen. Aber ich mag diesen satten schwarzen Farbabdruck. Wie gesagt, ihr bekommt das natürlich auch mit Memento hin. Da nehme ich dann auch meinen Stamparatus, um das nachzustempeln. Aber ja. Dann, den gibt es ja leider nicht mehr. Dann stanzen wir noch ein bisschen. So, das trocknet jetzt einmal. Und zwar habe ich ja gesagt, ich habe hier Blümchen ausgestanzt aus Safrangelb. Könnt einfach gucken, was ihr da habt, ne? Ihr müsst nicht immer unbedingt die Farben nehmen, die ich jetzt nehme. Schaut einfach, was ihr da habt. Wir brauchen einmal die größere. Jetzt gucke ich mal, dass ich das auch alles in einem ausstanzen kann. Dann einmal das kleinere. Ich habe mehrere gestempelt, weil ich hier keinen schönen und hier keinen schönen Abdruck hatte. Und einmal noch die Blüte. Wo habe ich denn jetzt schon wieder? So, und dann einmal alles durch die Stanzmaschine. Das hält nicht. So. Blüte, Blättchen, Blättchen und das war es schon. Den Rest kann man noch aufheben für das nächste. Und dann müssen wir nur noch alles zusammensetzen. Das ist hoffentlich schon trocken. Passt. Passt, passt, passt. Also, ich nehme einfach nur so die Blüte und knautsche die so ein kleines bisschen in der Hand. Ich habe irgendwie immer Kleber an den Fingern. Dann bringe ich hier nur so ein bisschen Kleber in der Mitte an. Ungefähr. Hätte ein bisschen höher gehen können mit dem Stempel, aber so geht es auch. Wobei ich mag das lieber, wenn die gerade ist. So. Es ist ja noch ein
eine Mattung drunter, das ist nicht so schlimm. Ja, und dann auch die Blätter ein bisschen knautschen. Das macht das Ganze einfach immer ein bisschen lebendiger. So, dann bringe ich hier Dimensionals an. Jetzt muss ich es mir ein bisschen zu mir herholen, sonst treffe ich hier nicht. Ich zitter ja auch ein wenig. Wer weiß warum? Keine Ahnung. So, genau. Super. Und dann wird das Ganze noch hier auf der Banderole angebracht. Also mittig bin ich nicht ganz gelandet. Ne? Bisschen zu weit links, aber nein, ist nicht so schlimm. Auch nochmal mit Abstandsklebepads darauf achten, dass ihr nicht überall die Klebepads anbringt, denn ihr habt ja nur diesen schmalen Streifen der Banderole, auf dem ihr Kleber anbringen könnt. So, versuchen einmal mittig. Und dann, na, ich kontrolliere noch einmal, kein Kleber, der rausguckt. Könnt ihr das hier drüber machen und das hält euch dann die Karte zusammen, wenn man sie gerade drüber schiebt. So. Und ich finde, es braucht jetzt auch keine Glitzersteinchen, weil hier ja schon so viel los ist. Und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis der Karte. Mir gefällt sie richtig gut. Schaut einfach, was ihr da habt an Material. Könnt alles Mögliche verwenden. Und ansonsten, wenn ihr irgendwas bestellen möchtet von Stampin' Up, gerne über meinen Online-Shop. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Und wenn ihr den Online-Shop nicht nutzen wollt, könnt ihr mich auch gerne anschreiben und mir eure Bestellung durchgeben. Auch meine E-Mail-Adresse findet ihr unten in der Infobox. Und ja, das war die Anleitung zu dieser Karte. Wie ich finde, recht einfach, aber mit einem absolut mega coolen Effekt. Und sie ist auch sehr stabil, muss ich sagen. Dadurch, dass wir halt auch das Designerpapier von beiden Seiten drauf haben und hier noch Farbkarton, ne, das macht die Karte schon recht stabil. Und ja, mir gefällt sie sehr gut. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und wie euch die Karte gefällt oder vielleicht habt ihr sie auch schon selbst gebastelt. Und ansonsten, falls nicht, wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln. Und bleibt natürlich gesund. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.